Der Best Level Talk. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Dein bestes Lebenslevel. Entdecke in dir, was möglich ist. Mein Name ist Jürgen Zwickel und in diesem Podcast findest du Inspiration, Motivation, Tipps und viele Impulse für dein bestes Lebenslevel. Schön, dass du heute mit dabei bist. In der 23. Ausgabe des Best Level Talks geht es heute um das interessante Thema, wie ein Denkfehler die meisten Menschen daran hindert, beruflich erfolgreicher zu sein. Vor kurzem habe ich dazu interessante Thesen des Harvard-Professors Sean Archer gelesen, die ich dir in diesem Podcast etwas näher vorstellen möchte. Denn Sean Archer beschäftigt sich seit vielen Jahren schon mit der Frage, was Menschen wirklich glücklich macht. Und durch seine Forschung hat er außerdem die sehr spannende Erkenntnis gewonnen, was Menschen erfolgreich macht, denn beides hängt unmittelbar miteinander zusammen. Und Professor Archer stellte fest, dass wir beruflich viel erfolgreicher sein können, wenn wir glücklich sind. Denn unser Gehirn ist dann in einem positiven Zustand schlichtweg produktiver, und zwar um 31% produktiver als in einem negativen Zustand. Doch es gibt einen Denkfehler, der unserem Erfolg im Weg steht. Denn die meisten von uns können auf diese 31% mehr Produktivität nicht zugreifen, weil sich ein entscheidender Denkfehler in unsere Gesellschaft eingeschlichen hat. Denn wir glauben, dass wir erfolgreicher sein werden, wenn wir härter arbeiten. Und je härter wir arbeiten, desto erfolgreicher werden wir sein. Und je erfolgreicher wir sind, desto glücklicher werden wir sein. Doch das ist ein Trugschluss, wie Professor Archer erklärt. In seinen jahrelangen Forschungen hat er auch festgestellt, dass wir dringend umdenken müssen, um überhaupt das volle Potenzial unseres Gehirns entfalten zu können. Professor Archer erklärt dazu, das Gehirn in einem positiven Zustand funktioniert signifikant besser als das Gehirn in einem neutralen oder negativen Zustand. Die Intelligenz ist höher, die Kreativität verstärkt sich, die Energielevel steigen an. Im positiven Zustand ist das Gehirn 31% produktiver. Verkäufer steigern ihre Leistung um 37%. Und Ärzte arbeiten 19% schneller und akkurater, wenn ihr Gehirn in einem positiven Zustand ist, wie Professor Archer erklärt. Der Wissenschaftler bereiste innerhalb von 3 Jahren auch insgesamt 45 Länder und arbeitete dort mit Schulen und Unternehmen zusammen. Und Archer sagt aus dieser Erkenntnis, der Irrglaube, dass härtere Arbeit zu größeren Erfolgen führe, existiert überall und zieht sich durch alle Formen der Kindererziehung und des Management. Wir glauben, dass wir erfolgreich sein müssen, um glücklich zu sein. Doch, und das ist jetzt ganz wichtig, es ist genau umgekehrt. Je glücklicher wir sind, desto mehr Möglichkeiten haben wir, erfolgreicher zu werden. Das Problem dabei ist nur, dass diese Falschannahme unserer Potenzialentfaltung im Weg steht. Sie verhindert auch, dass wir jemals wirklich glücklich werden. Und Sean Archer erklärt weiter. Er sagt, jedes Mal, wenn das Gehirn einen Erfolg verbucht, wird die Latte danach höher gehängt. Du hast gute Noten bekommen, jetzt musst du bessere Noten bekommen. Du hast deine Verkaufsziele erreicht, jetzt werden sie erhöht. Wenn Glück jedoch auf der anderen Seite von Erfolg steht, wird das Gehirn nie dorthin gelangen. Wir als Gesellschaft haben Glück über unseren geistigen Horizont hinausgehoben, weil wir glauben, dass wir erfolgreich sein müssen, um glücklich zu sein. Doch unser Gehirn arbeitet genau andersherum. Und wenn dieses Umdenken uns gelingt, dann passiert etwas ganz Erstaunliches. Denn es muss dieses Umdenken her. Ein neuer Blick auf das, was wir als Erfolg definieren. Anstatt unser Glück davon abhängig zu machen, welche Ziele wir in der Zukunft erreichen, sollten wir versuchen, im Hier und Jetzt Zufriedenheit zu finden. Denn dann passiert automatisch etwas ganz Erstaunliches. Wenn wir einen Weg finden, im gegenwärtigen Moment positiv zu sein, dann funktioniert unser Gehirn besser, sodass wir in der Lage sind, härter, besser und intelligenter zu arbeiten.
Das war auch wieder eine Feststellung von Professor Archer. Wer glaubt, dass das leichter gesagt als getan ist, der irrt sich. Denn der Forscher und Professor kann eine ganz einfache Methode empfehlen, mit der jeder es innerhalb kürzester Zeit schaffen kann, im Hier und Jetzt Zufriedenheit zu empfinden. Und jetzt kommt's. Es gibt eine Methode, wie wir unser Gehirn umprogrammieren können. Und das mit nur 2 Minuten Aufwand täglich an 21 aufeinanderfolgenden Tagen. Und wenn wir so vorgehen, ist es laut Professor Archer möglich, das Gehirn gewissermaßen neu zu programmieren, sodass es optimistischer und erfolgreicher arbeitet. Und das gelingt uns, indem wir jeden Tag 3 neue Dinge aufschreiben, für die wir dankbar sind. Und nach 21 Tagen beginnt dann unser Gehirn, die Welt zuerst nach positiven und nicht nach negativen Dingen zu scannen. Und diese einfache Methode hat sich in Professor Archers Forschungsarbeit als wirksam erwiesen. Achtsamkeit und Dankbarkeit führen zu einem stärkeren Glücksempfinden. Und das wiederum ist der Schlüssel zu größerem Erfolg. Die einzige Frage, die jeder sich von uns immer stellen muss: Bin ich bereit, einige Minuten täglich gezielt für mein Glück aufzubringen? Und wenn uns das gelingt, dann wird mit der Zeit unsere Wahrnehmung sich verändern, wir werden glückliche und positivere Momente in unserem Leben wahrnehmen und somit unseren Zustand positiv verändern. Es geht also darum, wirklich für sich zu glauben und neu zu definieren, dass mehr Erfolg nicht glücklich macht, sondern dass das grundsätzliche Glücklichsein uns zu unseren Erfolgen führt. Und ich wünsche dir, dass du aus dieser kurzen Podcast-Folge, die aber, denke ich, sehr intensiv sein kann für dein weiteres Leben, das für dich herausnimmst, was wichtig ist, du dieses Umsetzen einfach für dich mal ausprobierst und dann gespannt sein kannst, was so nach 21 Tagen, nach 3 Wochen bei dir in deinem Leben sich eventuell auch dann positiv verändert hat. Dafür wünsche ich dir natürlich alles Gute, viel Erfolg und denke bei allem, was du tust, immer daran: Entdecke in dir, was möglich ist. Vielen Dank, dass du heute bei meinem Podcast Dein bestes Lebenslevel mit dabei warst. Wenn du Lust hast, dein Leben wirklich auf dein bestes Lebenslevel zu bringen, dann unterstütze ich dich auch sehr gerne dabei. Du findest dazu alles Wissenswerte und alle Möglichkeiten unter www.jürgenzwickel.com/bestes-lebenslevel. Wenn du also dein bestes Lebenslevel wirklich erreichen willst, geh einfach auf meine Seite www.jürgenzwickel.com/bestes-lebenslevel. Dort kannst du dir auch mein kostenloses E-Book Dein bestes Lebenslevel, 10 wirkungsvolle Impulse, die dir helfen, dein bestes Lebenslevel zu erreichen, kostenlos herunterladen. Wenn du also dein bestes Lebenslevel wirklich erreichen willst, geh einfach auf meine Seite www.jürgenzwickel.com/bestes-lebenslevel. Und zu guter Letzt, denke immer daran: Entdecke in dir, was möglich ist. Dein bestes Lebenslevel. Ciao und bis bald, dein Jürgen.